Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klaus. Ich bin heute nicht allein. Hinter mir steht unsere neue Messdienerleitung. Und um die soll es heute gehen. Die stellen sich mal vor, was die hier als Messdienerinnen und Messdiener an unserer Wallfahrtskirche alles machen wollen. Ich würde sagen, wir gehen mal mit denen mit an den Arbeitsort, die Kirche. Also, viel Spaß. Ja, wir sind jetzt hier in der Kirche angelangt und vor mir stehen die Messdiener und ich werde jetzt mal fragen, wer ihr seid, wie alt ihr seid und wie lange ihr Messdiener seid. Fangen wir mal hier an. Ich bin der Lukas Beicht, bin seit 7 Jahren Messdiener und bin 15 Jahre alt. Genau, und du bist in der Messdienerleitung, oder? Im Messdienerrat. Messdienerrat, genau. Ich bin die Sophia Ech, ich bin auch 15 Jahre alt, auch seit 7 Jahren Messdiener, seit 2017. Und ich bin ein Teil der Messdienerleitung. Ich bin Lukas Schmidt, ich bin auch 15 Jahre, bin auch seit 7 Jahren Messdiener und übernehme jetzt die Obermessdienerleitung. Ich bin Lydia Emmes, ich bin auch 15 Jahre alt, ich bin auch seit 7 Jahren Messdiener und ich bin ein Teil des Messdienerrats. Super. Und ich glaube, es fehlt jemand, oder? Die Katharina, ne? Die fehlt noch. Ihr seid ja 5. Ja, das ist der berühmte Chefsessel. Hier sitze normalerweise ich. Und da sitzt jetzt unsere Messdiener mal drauf. Und ja, die werde ich dort etwas fragen. Messdiener. Und vor allen Dingen der Messdienerrat hat jetzt mal Platz genommen auf den Chefsessel. Da sitzt jetzt erstmal der Lukas und den Lukas und die Lydia. Danach stelle ich mal die Frage, ja, was ist eure Aufgabe beim Messdienerrat? Also meine Aufgabe in unserem Messdienerrat besteht daraus, Aktivitäten zu planen, Freizeitaktivitäten, Fahrten in Freizeitparks. Super, Lydia. Und außerdem die Treffen organisieren und das Üben organisieren. Und auch das Pflegen der Messdienergemeinschaft. Ja, jetzt haben unsere beiden Obermessdiener Platz genommen auf dem Chefsessel. Und das gibt mir natürlich die Gelegenheit, mal nachzufragen, was so ein Obermessdiener und so eine Obermessdienerin eigentlich so machen. Und da frage ich mal als erstes die Sophia. Also die Aufgaben der ObermessdienerInnen unterteilen sich zum Beispiel in das Erstellen des Messdienerplans für die Messen oder auch das Üben für die besonderen Messen, zum Beispiel Weihnachten oder Fronleichnam.
Ja, jetzt hat der Lukas, unser Obermessdiener, Platz genommen und den frage ich natürlich auch nochmal. Lukas, als Obermessdiener, was ist deine besondere Aufgabe? Weitere Aufgaben sind zum Beispiel das Führen der Messdienerkasse oder das Veranstalten von verschiedenen Aktionen, die Messdienerausflüge ermöglichen. Mal hier in der Runde, der Messdienerleitung, nehmen wir die Obermessdiener und was ist denn euer generell, also was erhofft ihr euch davon, Messdiener, Obermessdienerin, Obermessdiener im Messdienerrat zu sein? Sophia, was erhofft ihr euch? Also wir erhoffen uns natürlich eine glückliche Gemeinschaft. Wir wollen nicht nur die Aufgaben als Messdiener selber in der Kirche fördern, sondern auch eben den Spaß fördern, der nicht nur zum Messdiener sein gehört, sondern auch zum Mensch sein. Super. Und ich habe gehört, ihr habt ja schon ein paar Sachen also geplant. Der Lukas was zu sagen? Also relativ zeitnah ist noch ein Filmabend geplant und im Herbst sind noch Freizeitparkfahrten auch noch geplant. Also das kann doch nur gut werden. Also an dieser Stelle, das sehen jetzt nicht die Zuschauer, da unten warten nämlich schon eure sozusagen die kleinen Messdienerinnen. Und eher kleine Messdienerinnen und die wollen nicht mit euch üben, die warten da drauf. Also von daher sagen wir jetzt euch viel Glück, Gottes Segen bei eurer Arbeit und auf diesem Kanal werden wir öftermals mal die Messdiener und Messdienerinnen zu Worte kommen lassen. Die haben nämlich Lust da drauf, also vielleicht ergeben sich auch mal andere Konstellationen in der Moderation. Wie dem auch sei, wir wünschen alles Gute. Wir sehen uns in Klausen. Tschüss, 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 tschüss.